Seine Persönlichkeit ist erstaunlich, verblüffend. Wenn man eine Liste mit guten Taten erstellt, steht der Name Abu Bakr auf Platz 1. Auf jeder Liste der Tugenden findet man Abu Bakr an erster Stelle. Er war der erste Muslim, er war der erste Kalif, er war der einzige Gefährte, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf seiner Hijra begleitete. Er war der erste mit Iman. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Iman von Abu Bakr ist größer als der Iman der gesamten Umma. Abu Bakr war mehr als ein Freund des Gesandten. Er war sein Gefährte, sein Ratgeber, sein Unterstützer und Beschützer. Kann man sich vorstellen, dass Abu Bakr als Kalif, als Staatsmann, jeden Morgen zum Haus einer blinden Frau ging, ihr Haus reinigte und ihre Kinder versorgte, ihre Tiere fütterte und die blinde Frau nicht wusste, dass er der Kalif war. Sie wusste nur, dass ein Mann vorbeikommt und sie und ihre Kinder versorgt. So groß war Abu Bakrs Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn es nichts anderes gäbe außer dieser Tatsache, wäre sie mehr als ausreichend. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer auch immer mir einen Gefallen in der Dunya getan hat, ihm habe ich den Gefallen beglichen. Doch im Falle von Abu Bakr wird Allah die Rechnung am jüngsten Tag begleichen. Der Name von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Sein echter Name war nicht Abu Bakr. Seine Eltern gaben ihm den Namen Abdullah bin Uthman. Abu Bakr und as-Siddiq waren Ehrentitel, die man ihm gab. As-Siddiq ist von as-Sidq abgeleitet und bedeutet der Wahrhaftige. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte zu Abu Bakr eine ganz besondere Beziehung. Sie standen sich sehr nah, auch schon vor dem Islam. Sie waren auch vom Alter sehr nah. Abu Bakr war nur 2 Jahre jünger als der Gesandte alaihi wasallam, während die anderen Sahaba viel jünger waren. Ali ibn Abi Talib war noch ein Kind. Abu Bakr war sehr einfühlsam und umgänglich. Er war von mittlerer Größe, sehr schmächtig gebaut. Seine Wangenknochen waren sichtbar, so dünn war er. Er war sehr umgänglich mit seinen Mitmenschen. Abu Bakr war sehr beliebt und angesehen. Die Menschen saßen sehr gern in seiner Gesellschaft, wegen seiner freundlichen und liebevollen Art. Er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Durch den Handel ist er viel herumgekommen und hat viele Menschen gekannt. Er war weithin bekannt und kannte die Fürsten vieler Stämme. Vielerorts war er bekannter als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Sein besonderes Merkmal war, stets der Erste zu sein. Eines Morgens fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Sahaba, wer von euch fastet heute? Abu Bakr sagte, ich. Wer hat einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte, ich. Wer hat ein Begräbnis besucht? Abu Bakr sagte, wieder ich. Wer hat heute Sadaqa gespendet? Abu Bakr sagte, ich. Alle anderen in der Moschee blickten um sich. Nur die Hand von Abu Bakr war stets oben. Und die Fragen waren nach dem Morgengebet gestellt worden. Wie konnte er all das bewältigen? Als menschliches Wesen hat man mit vielen Dingen seine Schwierigkeiten. Das Alter, die mentalen Fähigkeiten, die Kraft. Doch Abu Bakr as-Siddiq schien irgendwie darüber zu stehen. Wie gelang ihm das? Abu Bakr war einzigartig. Über die meisten Sahaba wird berichtet, dass sie zögerten und nachforschten, bevor sie Muslime wurden. Nur Abu Bakr wurde sofort Muslim, ohne auch nur ein wenig zu zögern. Und als er Muslim wurde, gab er sein Vermögen auf dem Weg Allahs aus. Die Sahaba wetteiferten mit Abu Bakr, doch keinem gelang es, ihn zu schlagen. Eines Tages rief der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Sahaba auf, für die Schlacht von Tabuk zu spenden. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wollte Abu Bakr übertrumpfen. Wenigstens einmal wollte er besser sein als Abu Bakr radiallahu anhu. Also ging er nach Hause und nahm von seinem gesamten Vermögen die Hälfte und brachte es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, ja Umar, was hast du zurückgelassen? Die Hälfte von allem, ja Rasulullah. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte, ja Abu Bakr, was hast du zurückgelassen? Sagte Abu Bakr, ich habe Allah und seinen Gesandten in meinem Haus gelassen. Da begriff Umar radiallahu anhu,
Keiner kann Abu Bakr übertrumpfen. Abu Bakr radiallahu anh hat den Propheten am meisten geliebt. Es gibt so viele Beispiele darüber. Seht nur, als die beiden auf Hijra waren. Mal lief Abu Bakr vor dem Propheten a.s.w., mal hinter ihnen, dann wieder rechts von ihm und links von ihm. Da fragte der Prophet: Ja, Abu Bakr, was tust du? Und er antwortete: Ja, Rasulallah, ich fürchte, sie könnten dich von vorne angreifen, also laufe ich vor dir. Dann denke ich, dass sie von hinten kommen, also laufe ich hinter dir. Als sie in der Höhle waren, wollte sich der Gesandte a.s.w. ausruhen. Er lehnte seinen Kopf auf Abu Bakr und schlief ein. Und Abu Bakr radiallahu anh bedeckte mit seinem Fuß ein Loch im Boden, damit nichts herauskriechen konnte, um den Propheten a.s.w. zu beißen. Da wurde Abu Bakr von einer Schlange in die Ferse gebissen, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam schlief. Und Abu Bakr radiallahu anh erleidet ungeheuerliche Schmerzen, aber er reißt sich zusammen, damit er den Propheten nicht aufweckt. Seine Schmerzen wurden unerträglich und Tränen liefen seinen Wangen herunter. Aber Abu Bakr radiallahu anh weckte den Gesandten nicht auf. Erst als seine Träne auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiel, wachte er auf. Kann es jemanden geben, der eine Person mehr liebt, als Abu Bakr den Propheten liebte? Doch seine Liebe war nicht passiver Natur. Seine Liebe für den Propheten gab ihm Kraft, die Befehle Allahs zu erfüllen. Umar radiallahu anh sagte: Ich würde alle Handlungen meines Lebens eintauschen für einen Tag und eine Nacht im Leben von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh. Für welchen Tag? Für den Tag in der Höhle. Wir können nicht das gesamte Leben von Abu Bakr as-Siddiq schildern. Um uns ein Bild von ihm zu machen, werden folgende 5 Akte seines Lebens ausreichend sein. Erstens, sobald ihm die Offenbarung erklärt wurde, sagte er die Schahada. Er hat nicht abgewogen und gezögert. Zweitens, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Isra al-Miraj war, dachten die Quraysh, sie könnten diesen Anlass nehmen, um sich über den Propheten lustig zu machen. Denn sie glaubten nur an das, was ihre Augen sehen und ihre Hände anfassen können. Also wollten sie den Propheten verspotten, um ihn unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Sie gingen zu Abu Bakr radiallahu anh, der den Propheten inzwischen noch nicht gesehen hatte. Einer der Ungläubigen fragte Abu Bakr: Weißt du, was dein Freund behauptet? Er behauptet, er wäre in Jerusalem gewesen und in derselben Nacht zurückgekehrt. Wie hat Abu Bakr radiallahu anh darauf reagiert? Wenn Rasulullah es so gesagt hat, ist es die Wahrheit. Drittens, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch lebte, bestimmte er Usama bin Zaid, die Armee gegen die Römer anzuführen. Das würde die erste Begegnung mit der römischen Armee sein. Die Muslime hatten 2000 Soldaten, die Römer 200.000. Doch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verstarb noch bevor die Armee auszog. Und es entstanden Unruhen. Einige Stämme wurden abtrünnig und Medina war in Gefahr. Also verlangten einige Sahaba von Abu Bakr, die Armee als Schutz in Medina zu lassen. Seht mal, wie Abu Bakr reagierte. Wollt ihr, dass ich einen Befehl widerrufe, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gab? Selbst wenn jeder in Medina getötet würde und ich der einzige Überlebende wäre, würde ich die Armee in die Schlacht schicken. Viertens, als der Gesandte verstarb, brach Chaos aus. Einige Muslime begannen zu halluzinieren. Einige konnten nicht aufstehen und andere wiederum verschlag es die Sprache. Einige wollten nicht wahrhaben, dass der Gesandte nicht mehr lebte. Ali radiallahu anh versteckte sich im Haus von Fatima. Uthman radiallahu anh konnte kein Wort sagen. Umar wollte nicht akzeptieren, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben war. Abu Bakr aber war sich der Situation bewusst und wusste, was zu tun war. Abu Bakr ging in die Moschee und sagte zu den verwirrten Muslimen: Wenn ihr Muhammad angebetet habt, dann wisset, er ist tot. Wenn ihr Allah anbetet, dann wisset, Allah lebt und wird niemals sterben. Dann rezitierte er die Aya 144 aus der Sura Al-Imran. Und Muhammad ist nur ein Gesandter. Schon vor ihm sind Gesandte verstorben. Und ob er stirbt oder getötet wird, werdet ihr auf euren Fersen umkehren? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, nimmer schadet der Allah etwas. Aber Allah wird wahrlich die Dankbaren belohnen. Umar radiallahu anh sagte, als ich diese Aya aus dem Mund von Abu Bakr hörte, war es, als ob ich die Aya zum ersten Mal gehört hatte. Und man muss wissen,
Umar radiallahu anhu war Hafiz. Und als Umar die Ayah hörte, begriff er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam war gestorben. Abu Bakr radiallahu anhu war derjenige, der die Umma in die Realität zurückholte. Fünftens, als die Muslime noch am selben Tag zusammenkamen, um einen Nachfolger zu bestimmen, sagte Abu Bakr in seiner Rede, gebt Umar oder Abu Ubaidah die Bayah. Ich wäre glücklich, wenn einer der beiden unser Amir wird. Daraufhin sagte Umar ibn al-Khattab, ich würde lieber den Kopf verlieren, als der Amir von Menschen wie Abu Bakr zu sein. Für Umar war das unmöglich, Abu Bakr übergeordnet zu sein. Dann begriffen die Versammelten, wie können wir einen Amir wählen, wenn Abu Bakr unter uns ist. Ihnen wurde klar, dass nur Abu Bakr als ihr Anführer in Frage kommt. Dann wurde Abu Bakr die Bayah gegeben und er wurde der erste Kalif. Seine Zeit als Kalif war nur sehr kurz. 2 Jahre nach dem Propheten, as-salatu was-salam, verstarb auch Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu an starb an einem Montag, ebenso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam starb im Alter von 63 Jahren. Und ebenso auch Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an. Er folgte dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in seinem Leben und in seinem Tod. Seine letzten Worte waren, mein Herr, nimm mich als ein Muslim und lass mich mit den Aufrichtigen sein. Das waren seine letzten Worte in der Dunya. Er starb am 21. Jumad al-Akhirah, im 13. Jahr nach Hijrah. Thank you.